Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier. Und willkommen zu einem weiteren Video zum Team-Rating-Video. Ich werde heute versuchen, mehr Teams als sonst mal dran zu nehmen, ein bisschen mehr dran zu nehmen, mal gucken, wie das Ganze läuft. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. Unser erster Dude ist Alessio Truisi. Lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns: Team Osiris, versuch einfach ein gutes Deck aus meinen Karten zu machen. Gut, das ist mehr oder weniger so die Standardnachricht, die ich bekomme als Privatnachricht, wenn mich jemand fragt, in Sachen Teambuilds, ob ich ein Team bauen kann. Heißt, an der Stelle würde ich gerne anmerken, Leute, ihr könnt mir natürlich zu jeder Zeit immer Fragen als Privatnachricht stellen. Sei es auf Twitter, Discord oder Instagram. Es kann um Teams sein, um Dokkan, um alles mögliche. Ihr könnt mir gerne Privatnachricht schreiben, ich werde sie beantworten. Aber speziell nur freitags möchte ich das mit dem Hashtag Team Osiris. Das ist dann quasi die Chance für euch, im Video auftreten zu können. Und hier möchte ich ganz klar klarstellen, ich bekomme sehr viele Anfragen. Also es ist keine Garantie, dass ihr direkt auch drankommt, sondern es passiert nach einem Zufallsprinzip. Und damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Aber die Nachrichten für das Team-Rating-Video, wie gesagt, mit einem Hashtag Team Osiris versehen, damit ich weiß, okay, diese öffne ich nur freitags. Und speziell für das Team-Rating-Video nehme ich die Nachrichten nur auf Twitter und Discord an, nicht Instagram, weil ich dort keinen Zugriff auf meinen PC habe. Aber wie gesagt, alles andere Privatnachrichten zu jeder Zeit könnt ihr mir gerne schreiben. Alles klar, dann gucken wir uns quasi mal alles seine Charaktere an. Und ich sehe hier auf den ersten Blick direkt schon, er hat auch ein Team erstellt, aber da ich eher seinen Charakter ein Team erstellen soll, habe ich das mal beiseite gelassen, deswegen gibt es da keine Punkte dafür. Aber ich wollte euch nochmal aufzeigen, dass ihr das auch tun könnt, so wie er. Deswegen habe ich das nochmal ganz wiederholt. Und wenn ich sein Team direkt mal so anschaue, dann habe ich schon zwei Leader im Auge, beziehungsweise drei. Ich gucke natürlich immer die besten Leader an. Wir sehen hier Vielfachen Gogeta, ist ein sehr guter Kategorie-Leader, Shadow Dragon. Omega Shadow als Shadow Dragon Leader. Super Gogeta als Super Int Leader. Kid Buu Extreme Int Leader. Broly Extreme Tech. Die Extreme Leader will ich mal zur Seite hauen, denn er hat nicht so viele Extreme Charaktere für die Teams. Aber ein Fusion Team und Super Int Team würde auf jeden Fall gehen. Mein Fusion Team würde für ihn so aussehen: Wir haben Super Saiyan 4 Gogeta als Leader. Int Super Gogeta. Strength Super Saiyan Gotenks Int Gotenks Candy Vegito, er geht ganz klar auch rein, denn Fusion Gogeta gibt auch Tech-Charaktere in Ki plus 3 auf jeden Attribut 50% und Super Saiyan 3 Angel Goku. Das ist ja quasi ein Team von mir, was ich ihm empfehlen würde. In der Rotation kannst du halt einen vierfachen Gogeta mit dem Angel Goku Free-to-Play und Super Gogeta mit dem Strength Gotenks in der anderen. Das zweite Team wäre dann quasi ein Super Int-Team. Wir haben Super Gogeta 100%, Respekt, als Leader ganz klar. Goku Jr., Super Saiyan Trunks, Blue Vegeta, Super Saiyan Goku und den Gohan aus dem Turnier. Diese beiden kannst du auch ins Team nehmen quasi, beziehungsweise dein Team dann so aus wie im Graf. Und dann verläuft das quasi so ab, wenn ihr mir dann quasi zu jeder Zeit eine Privatnachricht schreiben könnt. Das wollte ich euch nochmal aufzeigen, wie gesagt. Aber dann kommen wir direkt mal zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Shidori. Lieben Dank für die Einsendung. Wenn wir uns sein Team ansehen, dann sehen wir ganz klar, es ist ein Majin Buu Saga Team aus aktuellem Anlass, da am Montag, 12.02. 9 Uhr morgens unsere Zeit, Super Vegito kommt und Super Vegito der Majin Buu Saga Kategorie Leader ist. Fand ich das gut, beziehungsweise habe ich das als Beispiel genommen quasi. Wenn wir uns das Ganze ansehen, dann sind alle Charaktere in der Majin Buu Saga, heißt, es gibt 6 Punkte schon mal für das richtig Setzen. Alle sind Dokkan Awake, gibt es noch einen Punkt, sind wir bei 7 Punkte. Alle sind nicht Max Level. Dreifacher Goku, sein Max Level in JP ist auf 140, deswegen bleibt es vorerst bei den 7 von 10 Punkten. Aber wenn wir uns seine Charaktere angucken, dann würde ich das Ganze auf jeden Fall... Ich würde das Ganze auf jeden Fall so lassen. Vielleicht würde der ein oder andere von euch sagen, ey, diesen physisch Gohan Super Saiyan 2, der erweckt, ist auch ein sehr guter Supporter. Da habt ihr nicht Unrecht, aber ich würde da eher zu Vegito tendieren, denn Vegito liefert da die besseren Link-Skills. Er gibt durch seine Passive Attack und der plus 30% für jeden, der Gohan 35%. Das ist nicht das Hauptaugenmerk, aber warum ich mich für Vegito entscheiden würde, sondern eher seine Link-Skills. Er hat Prepared for Battle, Fuse Fighters in das Team, kann er... bringt sich sehr gut ein und am wichtigsten hat er 4 Battle und der Gohan hat das nicht. Deswegen würde ich ihn, also unter anderem sind das die Links, die wichtig sind, würde ich statt den Gohan ihn lassen. Dies wiederum heißt, ich würde das Team genauso lassen, wie der Shidori das aufgebaut hat. Dies wiederum heißt, er hat das Beste aus dem Charakterpool gemacht. Gibt es noch einen Punkt, also sind bei 8 von 10 Punkten. Und genau, Gigi, auf zum nächsten Team. Das nächste Team, das nächste Team ist auch ein Majin Buu Saga Team. Ella Vegito schreibt, das ist mein Majin Buu Saga Team, Hashtag Team Osiris. Ich wollte ein, zwei verschiedene Varianten aufzeigen. Und an der Stelle, wenn wir uns sein Team anschauen, nicht überrascht gucken, denn
Er gilt den Super Vegito als Leader, aber so wie ich das richtig verstanden habe und ich denke, das wollte er auch so machen und uns darstellen, ist das nur ein Platzhalter. Das ist nur ein Platzhalter für den physischen Super Vegito, der in Global kommt, denn wir wissen ganz klar, Leute, er gilt den Super Vegito ist nicht der Majin Buu Saga Leader. Da steht nämlich dran. Er gilt Types Ki plus 3 HP und der 70%. Daher nehmen wir das als Platzhalter, aber daher kann ich ihn quasi, müsste ich ihn eigentlich 0 Punkte geben, aber da das bestimmt seine Absicht war, dass ich ihn als Platzhalter nur ansehe für den physischen Super Vegito, gibt es vorerst mal keine Beratung dafür, beziehungsweise kein Rating, aber wir gucken uns natürlich ganz klar das Team an sich an. Gut, wenn wir uns die Charakterliste angucken, dann würde ich auf jeden Fall Ultimate Gohan oder auch so schon Ultimate Gohan ins Visier nehmen und den Free-to-Play Angel Goku. Warum? Denn wir sehen schon in seiner Charakterliste, er hat zum Beispiel den Super Saiyan 3 Tech Gotenks und Super Saiyan 3 Angel Goku, also den Neo Guard Leader. Auch wenn der Free-to-Play auf 100% ist, Dokkan erweckt, ist der Neo Guard Leader auf jeden Fall besser. Kann man sich drüber streiten, aber er ist besser. deswegen würde ich ihn auf jeden Fall reintun für die Free-to-Play-Variante. Und für Ultimate Gohan würde ich Super Saiyan 3 Tech Gotenks reintun. Und an der Stelle hätte ich auch lieber, er hat zwar auch diesen Gohan, aber ich würde dann quasi auch, wie den Gründen von vorhin, den Vegito als Supporter lassen, statt dem Gohan, den Super Saiyan 2. Dann wird das ganze Team im Graphen so aussehen. Und an der Stelle würde ich Super Vegito, den physischen, ja, ich habe ihn jetzt schon richtig hingestellt, quasi, das ist der Majin Buu Saga Leader nochmal an der Stelle, würde ich mit Seal Tanks in eine Rotation halten. Warum? Er kann kontern. Also Seal Tanks sealed und Vegito kann daraufhin kontern und zudem teilen sich 5 Links. Also diese beiden in einer Rotation ist echt schmackhaft. In der anderen würde ich dann Super Saiyan 3 Gotenks mit Super Saiyan 3 Angel Goku halten. Und als Rotationscharakter haben wir dann Super Saiyan 3 Guilty Goku, habe ich hier ganz klar als Rotationscharakter, weil er quasi, man könnte ihn auch mit dem Angel Goku in der Rotation halten, so ist nicht. Aber er kommt, ist in Global noch nicht an der Stelle wie in JP nach dem Extreme Z Battle. Deswegen würde ich ihn als Rotationscharakter auf jeden Fall da mit ihm fungieren, denn Gotenks macht an der Stelle mehr Schaden als er. Und genau, also nicht Free-to-Play, sondern unser Vegito, Base-Form Vegito, würde ich dann auf jeden Fall auch als Rotationscharakter behalten. Richtig, also gibt es von mir, achso, ja, wir lassen ja die Punkte weg, weil das quasi ein Platzhalter war. Aber hier hast du dann quasi ein zukünftiges Team, wenn du für Vegito huntest. An der Stelle nochmal für alle, Vegito kommt am Montag, ja, diesen Montag, 12. Februar sollte das sein, um 9 Uhr morgens unserer Zeit. Alles klar, wir machen weiter und zwar ist das nächste Team von Natsu. Natsu schreibt, Hashtag Team Osoru. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung, was ich mit meinem Tech-Team machen kann, beziehungsweise ob ich es verbessern kann. Dann schauen wir mal auf jeden Fall rein, lieber Natsu. Wenn wir uns sein Team anschauen, dann sehen wir, okay. Er hat einen super Tech-Leader, Super Saiyan 3 Angel Goku, heißt Super Tech-Charaktere werden auf jeden Fall angemessen im Team. Er hat das alles richtig gemacht, heißt, die Plätze sind richtig belegt, gibt schon mal 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level 7 von 10 Punkten, alle sind aber nicht Dokkan Awake, zum Beispiel der Blue Vegeta, man kann ihn noch awaken, er ist es nicht. Deswegen bleibt es vorerst bei den 7 von 10 Punkten. An der Stelle, wenn wir uns seine Charakterliste ansehen, sehe ich schon, da ist mehr Potenzial. Wie sehe ich das? Nämlich, er hat Ally Goku. Ally Goku zu farmen ist auf jeden Fall ein harter Brocken, vor allem weil die Kampagne nicht mal online ist, aber ich würde das ans Herz legen, dazu ihn zu erfarmen. Für ein langjähriges Ziel, sage ich mal, also langjährig war falsch, für ein Ziel, was du jetzt in nächster Zeit angehen kannst, also hast du quasi eine Quest von mir, mit der du mal eine Zeit lang beschäftigt bist, sage ich mal, diesen LR Goku zu holen, weil wenn du diesen LR Goku holst, dann ist dein Team auf jeden Fall ein Ticken besser, denn ich würde dann LR Goku reintun mit Super Saiyan Bardock, an der Stelle wirst du auch Super Saiyan Tech Bardock Dokkan Awaken, denn die beiden teilen sich wirklich sehr gute Link-Skills, das werden wir uns gleich anschauen im Graphen, für die beiden würde ich dann beispielsweise raushauen, Vegeta Blue, Goku Blue, Super Saiyan 3 Vegeta und Bulma werde ich auch noch raushauen, lass mich kurz erklären, wen ich dafür reintun würde, nämlich den Super Saiyan 2 Goku als Supporter. Er gibt Ki plus 2 für jeden Alliierten 20%, wenn die HP 30% oder 50% drüber sind, irgendwie sowas. Jedenfalls ist ein guter Supporter, heißt unser Rotationscharakter. Zudem teilt er sich auch gute Linkskills mit Bardock und den LR Goku dann in Zukunft quasi. Und ich würde den Super Saiyan 2 Angel Goku, Dokkan Awaken und auch reintun, sorry, nicht raus, sondern reintun, denn er hat eine wirklich, spezielle Passive, wenn er als dritter Charakter gesetzt ist, bekommt er Ki konstanten Angriff Boost. Dieser konstante Angriff Boost ist vielleicht nicht so gut, aber da er so oder so, sagt, da er so oder so als Rotationscharakter in dem Team fungieren wird,
passt es an der Stelle, dass wir ihn immer in der dritten Rotation lassen, er durch seine Linkskills mehr oder weniger das Team bereichert. Und dann sehen wir schon, wenn wir uns den Graphen betrachten, sieht das Team viel, viel besser aus. Wir haben Super Saiyan 3 Angel Goku in einer Rotation mit Super Saiyan 3 Gotenks. Wenn du LL Goku hast, er teilt sich 4 Linkskills mit Super Saiyan Bardock. Super Saiyan Bardock ist zudem ein Zieler, tut Orbs changen, heißt, du fütterst deinen LL noch mit Orbs, mit Keys fütterst du ihn, er gibt unter anderem Family Ties und The First Awaken, was 25% auf den Angriff gibt. Sollte man nicht unterschätzen. Family Ties gibt Key plus 2 und unsere 2 Rotationscharaktere liefern auch noch in jeder Rotation auf jeden Fall sehr gute Keylinks. Natürlich der Super Saiyan 2 Goku durch seinen Passive unter anderem auch, aber auch der andere Super Saiyan 2 Angel Goku mit seinen Keylink Skills. Also das Ganze so aussehen auf jeden Fall, dass wenn langes Ziel für dich, kannst du auf jeden Fall anstreben, ja, wenn du jetzt, krass, jetzt hast quasi, wenn du es annimmst, hast du ein bisschen was zu tun in Dokkan Battle, ist ja gar nicht mal so schlecht, ja, wenn man ein Ziel vor Augen hat, wofür man kämpft, und dann macht das Spiel auf jeden Fall auch Spaß, ja, statt dass man sich mal täglich einloggt und mal noch umherschwirrt, die Dailies macht, so wie ich momentan, so gebe ich dir quasi eine Quest, hol dir LL Goku Mate und dann wirst du mit diesem Team auf jeden Fall auch eine gute Zeit lang klarkommen. Alles klar. Das nächste Team ist von Sabo. Hashtag Team Osaru, das Dash Dash, mein Superteam. Alle sind Max, SA, Vegeta und Agite Super Saiyan 3 Goku habe ich unten rechts einen Dupe. Und ich grüße mich selbst, lol. Sabo, an der Stelle Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, du kannst mit der Frucht deines Bruders gut umgehen. Ja, GG. Ja, Shoutouts. Shoutouts meiner Flachwitze von One Piece. Ah, meine One Piece Liebhaber. Aber gucken wir uns mal sein Team an. Er hat ein Heroes Team. Okay, ich habe keine Charakterliste. Heißt, wie. Bewerten nur quasi sein Heroes-Team. Alle Plätze sind richtig belegt. Alle sind Max-Level. Alle sind Dokkan-Awake. Das sind dann 8 von 10 Punkten. Und für die Rotation schauen wir uns auf jeden Fall mal direkt den Graphen an. Wie würde ich die Rotation halten? Ich würde auf jeden Fall die zwei Super Saiyan 4 in einer Rotation halten. Also Goku und Vegeta, denn ihr seht schon, sie teilen sich 6 Linkskill. Jeden Linkskill außer einen. Und da sind Saiyan Raw mit dabei, fast 25% gibt auf den Angriff. Dann haben sie auch noch den GT-Link-Skill, Shocking Speed, was Key plus 4 insgesamt geben, Fierce Battle, also das, die Rotation ist auf jeden Fall 1A. Und die zweite Rotation kannst du aussuchen, je nachdem, welche Typen du in welchem Event brauchst. Heißt, entweder würde ich Vegito Blue und Super Gogeta in einer Rotation halten oder die zwei dreifachen, Angel Goku und Goku, dreifache Goku. Kommt dann halt eben drauf an, für was du diese gerade brauchst, in welchem Dokkan-Event du bist, welche von beiden Rotationen du da brauchst. Aber festgesetzt würde ich auf jeden Fall die vierfachen lassen. Gut, dann kommen wir zum sechsten Team. Team Nummer 6 ist von Sang. Hashtag Team Rating. Dann gucken wir uns mal sein Team an. An der Stelle geil skaliert, geil ausgeschnitten die Bilder. Nicht. Also ihr könnt natürlich eure Screenshots lassen, müsst das nicht so rechts zurechtschneiden, weil das sieht dann auch bei mir auch auf dem Layout komisch aus. Anyways, sei es drum, Sang sein Team, gucken wir uns das Ganze mal auf jeden Fall an. Und zwar haben wir ein Heroes-Team. Bei dem Heroes-Team speziell von Tech Blue Vegito müssen wir aufpassen, dass alle Z-Awaked sind und jeder Typ mindestens einmal vorhanden ist. Also gehen wir mal drüber. Wir haben Agility-Charakter, dreifacher Goku. Tech-Charakter, er selbst, unser Leader, Tech Vegito Blue. In-Charakter haben wir die LR und Super Gogeta. Strength haben wir Goku und physisch Super Vegito. Alles klar, dann passt das. Alle sind richtig gesetzt. Das sind schon mal 6 von 10 Punkte. Alle sind Dokkan-Awake, 7 von 10 Punkte. Aber nicht alle sind Max-Level, nämlich der Super Saiyan 3 Goku. An der Stelle, falls ihr euch auch fragt, wann sein Extreme Z-Battle wiederkommt, ist das leider nicht. Also das sollte routinemäßig eigentlich schon wieder mal kommen. Nicht, dass das einmal kam und nie wieder kommt. Ich denke nicht, das wird irgendwann wieder kommen. Die Frage ist halt, wann? Ja. Anyways, also bleibt es vorerst von den 7 von 10 Punkten. Gucken wir mal seine Charakterliste an, ob er auch alles richtig gewählt hat. Und wenn wir uns schon ansehen, seine Charakterliste ist er quasi auch hergegangen. Hat von jedem Typus, wie ich das gerade gemacht habe, wegen dem Videoskill seinen besten Charakter genommen. Und daher gibt es von mir auch da einen Punkt. Und ich werde das Team genauso lassen, wie es ist. Also sind dann 8 von 10 Punkten. Und wenn wir uns den Graphen anschauen, 1A, also wirklich, ist auch ein sehr schönes Team, ja. Wenn das in Global kommen wird, Leute, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eure Stones für den Tech Vegito Blue und den Rosé auf der anderen Seite zu sparen. Denn wenn die beiden kommen, dann könnt ihr wirklich sehr schöne Teams bauen, sofern ihr die richtigen Charaktere habt. Aber ich hoffe, das für euch natürlich auch, denn aus ihrem Banner könnt ihr dann auch sehr gute Charaktere für die Teams ziehen. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns das Gegenteil an, nämlich ein Villains-Team. Das nächste Team ist von Sony PSP Link, Hashtag Team Osaru. Halleluja! Und dieses Team, ein Villains-Team mit 3 LR Respekt. Ich habe keine Charakterliste, also schauen wir uns das Team einfach an selbst an und gucken mal, was abgeht. Alle sind richtig gesetzt, alle sind Villains. Wir gehen auch her, jeder Typ muss einmal da sein. Agility haben wir alle, Androids. Tech haben wir 2, Broly und LR Goku, Black, Rosé und Zamasu. Int haben wir LR Bojack.
Rosé als Strength, Omega Schlamm als physisch. Heißt, alle sind nicht gesetzt. 6 von 10 Punkten, alle sind Dokkan Awakened, 7 von 10 Punkten, aber nicht alle sind Max Level. Bojack ist nicht Max Level, also bleibt es bei den 7 von 10 Punkten. Gut, und an der Stelle kann ich auch noch seine Charaktere angucken und nicht sehen, ob er bessere Charaktere hätte, die er ersetzen könnte, so wie gerade eben beim Hero-Team. Deswegen kann ich da keinen Punkt geben. Also bleibt es vorerst bei den 7 von 10 Punkten. Wenn wir uns die Rotation anschauen, den Graphen angucken, dann würde ich auf jeden Fall Rosé mit Goku Black Rosé in einer Rotation immer halten. Sie geben sich 6 Link-Skills. Die andere Rotation ist etwas schwierig, denn wir sehen schon, die Charaktere sind etwas eigen. Deswegen muss man auf jeden Fall auch den Friend Rosé, ja, ihr müsst den Friend immer mitberechnen, Leute. An der Stelle, wenn ihr euch fragt, ich tue euch immer ein Team empfehlen, was nehme ich als Friend? Ihr nehmt immer, wenn ich es nicht speziell sagt, euren eigenen Leader als Friend. An der Stelle, Rosé haben wir jetzt als eigenen Leader, dann nehmen wir als Friend auch den Strength Rosé. Eglity Rosé würde auch gehen, aber an der Stelle Strength Rosé gibt natürlich den besseren Boost. Deswegen müsst ihr auch hergehen. Also wie gesagt, erste Rotation würde ich auf jeden Fall Rosé und die LR-Variante halten. In der anderen würde ich den LR-Rosé als Friend immer in der Rotation behalten. Ja, deswegen habe ich es ein bisschen so anders dargestellt im Graphen, sage ich mal. Und dann würde ich Bojack mit ihm zum Beispiel in eine Rotation halten, denn er bekommt durch die Pass von Key plus 3 und 50% auf die Verteidigung. Und beziehungsweise kannst du dann auch an der Stelle die Zeitrotation dir so wählen, was für ein Typus du gerade im Event brauchst. Könntest du zum Beispiel Rosé mit Super Saiyan 3 Broly halten, ja, sie geben sich dann Super Saiyan, zum Beispiel Science 4 Linkskills sehr gut, oder LR Androids herholen, wenn du Elite Charakter brauchst, Omega Schlamm mit Physik Charakter brauchst, oder Bojack, wenn du In Charakter brauchst. Also ihr müsst euch nicht immer an so Gegebenheiten, ja, festhalten, an so Strukturen und Ordnung, sondern ihr könnt auch, ich finde das immer sehr cool, wenn man seinem eigenen Team persönlichen Touch gibt. Das mache ich immer wieder gerne zum Beispiel. Natürlich gibt es immer die Meta, ja, dieses Team ist das optimalste Team in der Meta momentan. Aber wie gesagt, ich finde das viel, viel geiler, wenn man im Spiel sich den persönlichen Touch gibt, denn ich meine, man hat da mehr Spaß, wenn man das Spiel spielt, indem man persönlich hergeht. Ein großes Beispiel, ja, zum Beispiel in meinem Super Strength Team habe ich einmal Strength Vegeta und Bulma Super Saiyan 2 drin. Aber da ich einen Überschuss von ihnen habe, habe ich noch Super Saiyan 2 Vegeta, seine Vorform, auch mit ins Team genommen, denn sie geben sich quasi fast jeden Link-Skill. Und natürlich würde es in der Meta besser gehen, aber ich behalte ihn drin, weil ich das persönlich einfach geil finde. Wenn ich die zu einer Rotation halte, bekommen sie sehr viel Key. Ja, Vegeta Liebhaber, GG Repsolo Q und mein Herz ist dann zufrieden, wenn ich dann die Rotation sehe. Das meine ich damit, Leute. Habt auf jeden Fall in der Hinsicht Spaß am Team und verzweifelt nicht da immer so daran mit, ich muss das beste Team machen, optimales Team. Also, ja, wie gesagt, solange das Team funktioniert, ich bin auch da, wie gesagt, für jegliche Fragen, wenn ihr Fragen habt, Fragen. An der Stelle war das auch das letzte Team. Ich hoffe, das Team-Rating-Video hat euch demnach gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wenn ihr neu hier seid, abonniert mich auch, Leute. Jede Unterstützung zählt quasi an der Stelle. Ich wünsche euch noch schöne Tage. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.